Schaut mal, ich freue mich gerade. Wir haben den ganzen Vormittag Vorsorge, Darmspiegelung gemacht, zum Teil kombiniert mit Magenspiegelung. Die Patienten sind jetzt alle wieder zu Hause. Wenn wir Polypen abgetragen haben, können wir denen jetzt sagen, toll, dass sie gekommen sind, dass sich kein Krebs entwickelt hat. Die sind super mit den Vorbereitungen klargekommen, weil wir eine individuelle Vorbereitung für die Patienten haben. Und Patienten schlafen. Das heißt, sie kriegen nichts von der Untersuchung mit. Die sind in einem Dämmerschlaf, da nimmt man Propofol oder Dormicum und die ganze Zeit wird Blutdruck, Puls, alles überwacht. Die Patienten atmen selber, es ist kein Tiefschlaf, sondern es ist wie, wir schicken immer unsere Patienten in Urlaub, dürfen sich einen Traum aussuchen und wenn wir dann fertig sind mit der Untersuchung, dann sind die auch hier schon wieder wach und laufen ganz entspannt den Raum raus und kriegen ihr Frühstück. Also, denkt bitte an die Vorsorge-Darmspiegelung, Männer, ab dem 50. prinzipiell, Frauen ab dem 55. Wenn Sie kein Risiko in der Familie haben. Haben Sie ein Risiko in der Familie oder weitere Risikofaktoren, dann auch schon früher eine Darmspiegelung machen lassen.